MicroStrategy, eines der bekanntesten Unternehmen mittlerweile am Kryptomarkt, hat seine Bücher geöffnet. Das schauen wir uns in diesem Video an und am Ende gehen wir auf die Frage natürlich ein, ist MicroStrategy jetzt eine Kaufgelegenheit? Es gibt ja viele, die sehr stark an das Unternehmen glauben. Warum und wieso das so ist, das klären wir alles in diesem Video. Drum gerne bis zum Ende dranbleiben und nicht vergessen, ein Abo zu geben, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Also, wir sind jetzt hier im Chart von MicroStrategy und wir sehen schon, das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt. Woran liegt das? Ja, seit dem Jahr 2020, sage ich mal, so ungefähr 1300% Performance. Das liegt im Wesentlichen daran, dass sich der CEO des Unternehmens, Michael Saylor, im Jahre 2020 dazu entschieden hat, einfach einen großen Teil des Kapitals, das das Unternehmen zur Verfügung hat, in Bitcoins zu investieren. Ja, und diese Strategie hat sich offenbar sehr, sehr stark ausgezahlt, wie man sieht. Was sogar bemerkenswert wirklich ist, ist ein direkter Vergleich mit dem Bitcoin. Denn das Unternehmen hat stärker performt als der Bitcoin. Also vor allem, wenn man jetzt hier von Jahresanfang sieht, Anfang 2024, steht das Unternehmen bei ungefähr 300% Gewinn. Und wenn man jetzt den Bitcoin als Vergleich nehmen, dann sehen wir schon eben, dass das Unternehmen steht jetzt hier bei über 300% Gewinn. Der Bitcoin selber, auf dem ja eigentlich das Fundament des Erfolgs von MicroStrategy gebaut ist, steht allerdings nur bei 60%. Das ist natürlich eine schwierige Divergenz und die zeigt halt, dass die Aktie sich deutlich stärker entwickelt hat aufgrund der Zukunftshoffnungen, weil viele Anleger offenbar hoffen, okay, deren Bitcoin-Strategie könnte die noch viel, viel weiter nach oben tragen. Könnte das sein? Naja, das Unternehmen hat zumindest ehrgeizige Pläne. 42 Milliarden Dollar sollen in Bitcoins investiert werden. Wie das Unternehmen das schaffen will, das schauen wir uns jetzt an. Also wir sind jetzt hier auf X, früher hat man es Twitter genannt. Und da sehen wir schon Michael Saylor, das ist der CEO von MicroStrategy. Und eben, wir sehen schon hier, also 42 Billionen Kapitalplan. Der hat hier ein Schreiben veröffentlicht, beziehungsweise eine Pressemitteilung vom Unternehmen im Zuge der Quartalszahlen. Die sind ja nicht so dolle ausgefallen. Wir schauen uns die fundamentalen Zahlen jetzt alle gleich an. Und auch natürlich, ja, was macht das Unternehmen? Was möchte das mit diesen 42 Milliarden? Wo sollen die herkommen? Was soll mit denen passieren? Und im letzten Schritt schauen wir natürlich auch, ist die Aktie jetzt eine Kaufgelegenheit? Wir sind jetzt hier in ChatGPT. Ich bin nämlich nicht der Allerbeste in Englisch, muss ich leider zugeben. Ich war da nicht so gut in der Schule. Und das ist aber kein Problem heutzutage, denn wir haben ja die KI und die hat mir diese Pressemitteilung von Michael Saylor übersetzt. Wir gehen jetzt nicht alle Einzelheiten durch, aber wir schauen jetzt mal die wichtigsten Punkte. Und der wichtigste Punkt ist natürlich erst einmal dieser Kapitalplan. Also 42 Milliarden US-Dollar sollen aufgebracht werden, davon 21 Milliarden aus Eigenkapital, das will man über so Aktienkauf- oder Verkaufprogramme beschaffen, und 21 Milliarden aus festverzinslichten Wertpapieren, das heißt einfach Unternehmensanleihen sollen hier rausgegeben werden. Der Grund, warum man so krass auf diese Bitcoin-Strategie setzt, ist einerseits natürlich, das Unternehmen hält mittlerweile 292.000 Bitcoins, die haben einen Wert von über 17 Milliarden ungefähr. Und der Profit dabei liegt bei 8,5 Milliarden. Also die liegen so 100% ungefähr vorne mit ihrer Bitcoin-Position. Wir sehen aber auch, wenn wir uns die Unternehmenszahlen anschauen, dass eigentlich das Unternehmen an sich, wenn man jetzt mal von dieser Bitcoin-Strategie weggeht, nicht so gut dasteht. Eigentlich ist MicroStrategy nämlich ein Softwarehersteller. Da läuft das Geschäft so gar nicht rund. Wir sehen es hier. Der Gesamtumsatz betrug 116 Millionen Dollar, ein Rückgang um 10% im Jahresvergleich. Der Umsatz aus den Abonnentendiensten betrug 27 Millionen Dollar, das war sogar ein Anstieg von 30%. Aber auch der Umsatz aus Produktlizenzen und Abonnementdiensten betrug 38,9 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 13%. Auch hier der Umsatz von Produktsupport, ein Rückgang von 8,7%. Der Umsatz aus sonstigen Dienstleistungen, ein Rückgang um 8%. Ja, und da sehen wir schon hier, der Bruttogewinn betrug 81,7 Millionen Dollar, was einer Bruttomarge von 70,4% entspricht. Aber die Betriebsausgaben betrugen halt 514 Millionen Dollar, was ein Anstieg um 301% im Jahresvergleich ist. Also mit dem Wirtschaften hat man es hier offensichtlich nicht so bei MicroStrategy. Dennoch gibt es natürlich einen wichtigen Punkt und den schauen wir uns jetzt nochmal im Chart an. Trotz dieser katastrophalen Zahlen und der allgemein nicht so guten Marktlage in den letzten beiden Tagen ist nämlich die Aktie von MicroStrategy praktisch gar nicht gefallen. Also die haben eigentlich, man müsste bei jedem anderen Unternehmen, würde man sagen, katastrophale Zahlen geliefert, sind aber hier nur 1,3% gefallen heute. Das zeigt einfach, wie stark die Hoffnung der Anleger in dieses Unternehmen ist.
dass das in der Zukunft sich positiv durch die Bitcoin-Investments entwickeln könnte. Denn wenn man sich anschaut, natürlich, okay, die haben jetzt hier 400 Millionen irgendwie Verlust gemacht, aber die Bitcoin-Positionen des Unternehmens sind halt 8,5 Milliarden Dollar im Plus. Das ist natürlich so eine Frage, will man das haben in seinem Investment-Depot oder nicht? Natürlich, wenn man sich die vergangene Entwicklung anschaut, ist unglaublich, zeigt natürlich auch eine sehr, sehr starke Korrelation zum Bitcoin. Also auch wenn wir das jetzt nochmal einblenden, sehen wir natürlich, also hier sieht man es besonders gut, dass die beiden eigentlich jetzt in letzter Zeit sich stärker entwickelt, die Aktie, aber von den Bewegungen her halt fast identisch bewegen. Das heißt, das Unternehmen hängt halt sehr, sehr stark an der Entwicklung des Bitcoins fest. Ist das eine Kaufempfehlung? Ja, nein, ich meine, ich gebe sowieso keine Empfehlungen ab, sondern nur meine Meinung. Aber man muss natürlich sagen, es ist ein Risikowert. Also wer jetzt sagt, hey, ich glaube an den Bitcoin und ich glaube an das Unternehmen und ich bin vielleicht ein Fan von Michael Saylor, er ist ja auch eine sehr schillernde Persönlichkeit, vor allem im Kryptomarkt mittlerweile, dann kann man natürlich sagen, hey, ich investiere in die Aktie. Allerdings sollte man sich halt einfach bewusst sein, das ist ein Risikoinvestment. Was bedeutet das? Naja, das ist nicht eine Aktie, wo ich jetzt vielleicht 10% meines Kapitals reinstecken würde, sondern wirklich so eine kleine Risikoposition aufmachen, maximal, aber halt mit Vorsicht agieren und man muss sich bewusst sein, dass diese Aktie auf jeden Fall schwankungsanfällig bleiben wird. Das ist das Fazit. Wenn du Fragen hast zu der Aktie, schreib mir gerne einen Kommentar. Wenn du mal eine Aktie analysiert haben willst, schreib mir auch gerne einen Kommentar mit deinem Vorschlag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja.